Wir wollen einen Industriestrompreis, der international wettbewerbsfähig ist und unsere Stahlproduktion hier in Bayern für die Zukunft absichert. Macht es wirklich einen Sinn, allein auf das extrem teure und dadurch, dass man über den Atlantik schippert, US-Gas zu setzen, wenn man in Deutschland möglicherweise sogar im Norden eigene Gasvorkommen hat für 30 Jahre, wo man günstig die gleiche Form machen kann? Bei den Papierbetrieben mehr als 3000. Macht es einen Sinn, nach Katar zu fahren, am einen Tag zu schimpfen, die Nationalmannschaft zu motivieren, sie muss jetzt mal Flagge zeigen, war eine super Idee, ja, und am nächsten Tag um Gas zu betteln.